Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren CSGO Overwatch auf das 2. Sieht alles noch ganz normal aus. Ich schau mal geschwind nach den Stats. Aha, aha. 25,8, okay. 9,7. 25,8 ist schon mittelmäßig krass. 25,9 jetzt. Aber unmenschlich bzw. zwingend. Er cheatet auch nicht. Da könnte auch einfach nur jemand, der etwas in der höheren Elo eigentlich spielt, in der niedrigeren spielen. Okay. Ganz normale Pikerei, die er hier betreibt. Da ist das Bömmchen down. Auf B ist einer, auf Short ist jemand. Und drei kommen von A. Die hinten werden jetzt angesagt, ne? Weil der Kollege die unter Beschuss hat. Hat er den jetzt gesehen? Fick. Jetzt habe ich gerade auf die Karte geguckt. Um zu sehen, wo lang die anderen laufen. Wow, okay. Der ging echt krass rein. Als hätte er ihn schon so ein bisschen vermutet. Beziehungsweise als wäre er drauf gerutscht auf sein Köpfchen. Okay, war der hinter der... Ne, der war nicht hinter der Tür gestanden. Er sieht schon so ein bisschen nach Unterstützung aus. Wir gucken mal noch eine Weile mit rein. Also er plantet jetzt direkt hier und schaut natürlich in Katas... also Apartment... in Tunnels rein. Okay. Ich würde sagen... bereits jetzt ist da schon so ein ganz leichter Wallhack zu erkennen. Ich meine, so kann man planten, dass man da in die Richtung guckt, aber er hat nicht ganz reingeguckt, oder? Hat er wirklich richtig reingeguckt? Also auf den Eingang oder hat er da etwas daneben geschaut? Also... ich meine, er hat einfach nur dahin geguckt, um eben zu gucken, ob er da angeschlappt kommt. Das wird also schon mal eine Aim-Unterstützung sein. Und die Headshots gehen auch ganz schön gut rein. Ich meine, mit der Deagle ist es halt immer so eine Sache, das wissen wir ja. Die schießt gerne mal überall hin. Da sehen einige Shots halt einfach krass aus. Aber mal gucken, was er jetzt mit dem hier macht. Den hat er noch nicht gehört, der schleicht. Ja, okay. Er weiß, wo der ist und drückt schon wieder die Headshots rein. Ich glaube, das ist schon ziemlich... wir können uns da ziemlich sicher sein, dass da nicht nur ein Waller am Start ist, sondern auch Aim Assist. Jetzt müssen wir mal genau gucken, ob er nicht noch irgendwie Bunny höppelt oder sowas. Na, na, na? Setzt er zum Bunny Hop an? Ja, das sah ziemlich normal aus. Wow. Diese Shots in den Kopf. Okay, ja, also ich... hat er schon mal einen Nicht-Headshot geschafft? Ist er so gut und hat mal nicht in den Kopf getroffen? Ich weiß jetzt gar nicht genau. Oh, jetzt spielt er noch mit der Scout. Ach, das ist ein AWP, alles klar, sorry. Oder war das sein Mate? Der Bell hat einen Scout. Der Bell hat ihn auch gekillt, ne? Also er hat ihn angefragt und Bell hat ihn dann erschossen. Möglicherweise hat Bell auch ein bisschen was an. Ich habe da jetzt gar nicht drauf geachtet. Wir hatten das im letzten Overwatch ja, ich glaube in den letzten zwei Overwatches immer mehrere Cheater am Start. Das hatten wir jetzt schon öfter in letzter Zeit. Wow, only Headshots. Und da habe ich dann schon angemerkt, dass man da sehr gut erkennen kann, wie gut das Trust-System dann in solchen Geschichten greift. Also es gibt tatsächlich schon Spiele, wo die Cheater schön zusammengepfercht werden. Natürlich sind da auch trotzdem ein paar Normale dabei, was extrem, extrem bitter ist, auf jeden Fall. Aber im letzten waren es, glaube ich, 4 oder 5 Cheater auf einmal, die in einem Spiel gecued wurden. Weil sie so einen schlechten Trust-Faktor haben. Also es ist schon, es, ja. Also man kann davon ausgehen, es muss nicht zu 100% so sein. Aber gerade im letzten Video habe ich eben, oder haben wir darüber gesprochen, da ist mir das erst klar geworden, ne? Ich habe überlegt, warum habe ich in letzter Zeit andauernd so viele Cheater in einer Lobby? Und klar, die werden mit ihrem Trust-Faktor ja immer weiter zusammengelegt, das ist ja der Sinn dahinter, dass die Leute, die ein schlechtes Level haben, was den Trust-Faktor angeht, dass die alle zusammengequeued werden und der Rest in Ruhe und Frieden gemütlich mit normalen Leuten spielen kann. Und scheinbar scheint das immer weiter zu greifen. Der da unten, der CT, hat er eben auch durch die Wand... Ah, okay, gut, das ist eine Standard-Wallbang-Position, dass man den da oben klatschen kann. Da will ich jetzt nichts gesagt haben. Jetzt, wo ich gerade schon auf dem Zug aufgestiegen bin, dass wir mehrere Cheater am Start haben. Wie gesagt, ich habe jetzt gar nicht danach geschaut, auch im eigenen Team habe ich jetzt nicht geguckt, ob die Leute irgendwie Only Headshots machen, obwohl das jetzt auch 2 waren, aber da will ich jetzt überhaupt nichts reininterpretieren. Aber ja... das ist auf jeden Fall eine Verbesserung der Gesamtsituation. Cheater, die möglicherweise, wenn es jetzt zum Beispiel 5 sind, in 5 verschiedenen Spielen wären und Leute abfacken, sind somit schon mal zusammen eingepfercht. Und in der Theorie des Trust-Systems wird das immer stärker so passieren, dass die Cheater mit ihrem Low-Level-Trust-Faktor zusammengewürfelt werden und andere Leute, die normale Menschen sind, normal vor sich hinspielen und vor allem ihren Steam-Account auch ganz normal benutzen, also nicht wie ein Hacker einfach nur CSGO und fertig, weil er da hackt. Wahrscheinlich einfach den Account kaufen und gut ist, sondern weil sie auf ihrem Steam-Account einfach noch andere Sachen machen. Und ja, das hebt... oh, Schizzle. Cheater, habt ihr etwa gerade verloren?
Das hilft halt den Trust-Faktor dann ungemein an, wenn man da einfach insgesamt ein normaler Mensch ist und den Steam-Account auch so nutzt. Und ja, die Cheater werden halt auch oft reported, was auch nochmal dazu führt, dass der Trust-Faktor immer weiter sinkt. Und das Zusammenspiel aus allem, ich habe ja darüber schon zwei Videos gemacht, einmal woraus er sich zusammensetzt und dann nochmal, wie man ihn verbessern kann, was auch eigentlich wiederum ein Punkt ist, woraus er sich zusammensetzt. Und ja, da haben Cheater nicht viel, wirklich viel Chancen, beziehungsweise ich denke, es gibt keinen Cheater, der sich sagt, so, ich habe mir jetzt einen Account gekauft für, keine Ahnung, 6 Euro oder was kostet Steam gerade? Ach sorry, nicht Steam, CSGO meine ich. Irgendwo wurde letztens geschrieben, dass CSGO gerade voll günstig ist. Die kaufen sich halt das Spiel, vielleicht auch mit dem Steam-Account und das war's. Die legen da wahrscheinlich nicht noch mehr Geld rein und kaufen sich erstmal 40 Spiele, sammeln in diesen 40 oder 50 Spielen ultra viel Spielstunden an und haben 800 Freunde auf dem Account und haben alles, ne, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Die werden einfach kacke getrustet und dann halt zusammengelegt und dann sind sie ein bisschen gefickt. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao!